meine Begegnungen mit allerheiligsten Dreifaltigkeit. Ein herzliches Grüß Gott heute an diesem großen Festtag. Wir dürfen heute über das wichtigste und größte Glaubensgeheimnis nachdenken. Ja, wir glauben an einen Gott in drei Personen. Es ist ein unfassbar großes Geheimnis. Wir können es auf Erden gar nicht in Fülle begreifen. Wir können es nur erahnen. So ging auch der heilige Augustinus, ein ganz großer Denker, am Meer auf und ab und wollte doch das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit verstehen. Da sah ein kleines Kind, wie es mit einem Eimerchen Meerwasser in ein Loch goss. Da fragte das Kind, ja, was machst du denn da? Da meinte das Kind, ja, ich gieße das Meer in dieses Loch. Da lachte der heilige Augustinus und sagte, ja, das ist doch gar nicht möglich. Da meinte das Kind ernst, ebenso bist du mit deinem kleinen Verstand auch nicht das Geheimnis der allerheiligen Dreifaltigkeit begreifen können. Ja, wir können es nur erahnen, dieses große, wunderbare Geheimnis. Denken wir an das Wasser. Es hat die chemische Formel H2O. Und wir kennen es doch in drei Zuständen. Eis, Flüssigkeit und Dampf. In seiner Einheit trägt Gott den Namen die Liebe. Wie es der heilige Johannes so schön ausdrückt, Gott ist die Liebe. Und mit dieser unendlichen Liebe liebt Gott Vater, Gott Sohn. Genauso lebt mit dieser unendlichen Liebe Gott Sohn, Gott Vater. Und seit Ewigkeit geht aus dieser gewaltigen Liebe der Heilige Geist als dritte Person hervor. Mit dieser unendlichen Liebe wiederum will Gott uns Menschen beschenken und uns hineinziehen in seine unendliche Liebe, wie wir es heute im Evangelium gehört haben. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich glaube, Herr, ich hoffe, Herr, von Herzen lieb ich dich. Einen Gott in drei Personen, welche in dem Lichte wohnen, gleich in Wesen, Macht und Stärke, wunderbar sind ihre Werke. In dem Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe stärke mich. Ja, Gott ist die Liebe. Und diese Liebe schenkt er uns Menschen. Gott Vater, ganz besonders in der Schöpfung, in allem, was er geschaffen hat. Gott Sohn in der Erlösung, am Kreuz, durch sein Kreuzesopfer. Und der Heilige Geist, indem er uns diese Liebe immer wieder schenkt und uns in diese Liebe verwandelt. So dürfen wir danken dafür, dass wir dem dreifaltigen Gott immer wieder begegnen dürfen. Wir begegnen der Liebe Gott Vaters in der wunderbaren Natur und dürfen staunend mit dem heiligen Franziskus immer wieder im Sonnengesang ausrufen: Gelobt seist du, mein Herr, mit all deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne, welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie gebildet, klar und kostbar und schön. Herr, ich glaube, Herr, ich hoffe, Herr, von Herzen lieb ich dich.
Vater, du schufst alles Leben, hast ihm Sinn und Ziel gegeben. Du kannst Not und Unheil wenden, alles ruht in deinen Händen. In dem Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe stärke mich. Der Liebe von Gottes Sohn begegnen wir dann in der Erlösung, im Kreuzesopfer, das er für uns dargebracht hat und das er ständig gegenwärtig setzt in der heiligen Eucharistie. Wie schön ist es, wenn ich Jesus in der heiligen Eucharistie anbeten darf. Ja, mich berührt es zutiefst, was der selige Marie Eugène Grelou sagte. Jesus hat nicht nur Mensch gespielt, er war es durch und durch. Und mit seiner heiligen Menschheit kommt er uns zu Hilfe. In der heiligen Kommunion dürfen wir ganz eins mit ihm werden und durch seine Gegenwart uns immer mehr mit seiner Gottheit verbinden. Herr, ich glaube, Herr, ich hoffe, Herr, von Herzen lieb ich dich. Gottes Sohn, auf den wir hoffen, halt uns deinen Himmel offen. Durch dein Kreuz und Auferstehen ist uns Menschen Heil geschehen. In dem Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe stärke mich. Der Liebe des Heiligen Geistes dürfen wir ganz besonders dann begegnen, wenn wir die Bibel aufschlagen. Jemand hat es so schön ausgedrückt, ja, der Heilige Geist hat eine Wohnung, einen Tabernakel. Und das ist das Wort Gottes. Wir dürfen diesen Tabernakel immer wieder öffnen. Ja, wie Jesus sagte, der Heilige Geist nimmt sein Wort und verkündet es uns immer wieder aufs Neue, voller Lebenskraft, Liebeskraft und Lebensfreude. Herr, ich glaube, Herr, ich hoffe, Herr, von Herzen lieb ich dich. Heiliger Geist, der Leben spendet, Geist, der antreibt und vollendet, Geist des Sturmes, Geist der Stille, komm mit deiner Gabenfülle. In dem Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe stärke mich. Zuletzt dürfen wir kurz noch darüber nachdenken, wo wir dem dreieinigen Gott in seiner Einheit begegnen. Wir begegnen ihr ganz besonders in den heiligen Sakramenten der Kirche, zum Beispiel in der heiligen Taufe, wo wir getauft wurden auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder in der heiligen Beichte, wo Gott uns von unseren Sünden losspricht, auch wieder im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir begegnen der Dreifaltigkeit in ihrer Einheit in den Segnungen der Kirche, mit der wir uns täglich immer wieder segnen dürfen. Beenden will ich mit diesen Segensworten, die wir heute in der zweiten Lesung gehört haben. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der uns dieses große Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit verkündet hat, und uns durch seine Erlösung hineinholt
in der Kraft des Heiligen Geistes in die allerheiligste Dreifaltigkeit. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes dich von all deinen Glaubenszweifeln, Bedrängnissen, Ängsten, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Wie Gottes will, so geschehe es und dir geschehe, wie du erbittest und ersehnst zur Verherrlichung des heiligsten Namens Jesu. Und des Segen Gottes, des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komm herab auf dich, auf deine Familie, auf dein Hab und auf dein Gut, bleibe immer da bei dir. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.